mehr so ballgebundenes Aufwärmen. Also wir haben da eine relativ große Jugendgruppe hier. Das waren ja ne, für ein Drittel 25, teilweise 30 Jungs, die wir auch sonst normalerweise so in den Drittel haben. Und ich will das mal so zusammenhalten. Das sind schon auch spielerisch sind da große Unterschiede. Aber das Aufwärmen machen wir dann zusammen. Und dann auch irgendwie gleich ballgebunden und eigentlich auch gleich volleyballtechnisch. So, und irgendwie mit diesen Volleyballtechniken kleine Spiele, Laufspiele, ne, wo sie dann halt warm werden und wo sie dann auch schon den Ball in der Hand haben. Weil letzten Endes kommen die Jungs, weil sie Ball spielen wollen. Ja. So, ne, und das ist ganz wichtig, dass sie dann auch mit dem Ball was machen. Ne? Ja, das war eine Abwurfübung, wobei diese Abwurftechniken gebunden sind. Man kann das mit Pritschen machen. Ich habe das jetzt mit Legen gemacht, ne, hochwerfen, legen. Und das zweite war dann, dass sie den Ball über den Boden aufgeschlagen haben, also den Angriffsschlag, und haben damit versucht, den anderen abzuwerfen. Derjenige, der getroffen ist, muss sich auf den Boden setzen so, und kann dann wieder ins Spiel eingreifen, wenn er entweder einen Ball kriegt zufällig oder wenn er es schafft, auf dem Boden sitzend jemanden zu ticken. So, ne? Das also ist gleich so eine Mehrfachaufgabe drin. Ich muss den Ball beobachten, muss meinen Gegner beobachten, muss zum Abwerfen gucken, ich muss gucken, wo ich langlaufen kann. Das ist schon eine koordinative Aufgabe gleich, ne, mit drin.